Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist Zeit für Truck TV. So, die neue Woche beginnt, der absolute Wahnsinn. Jan Dirk, der Obertrucker, ist überhaupt hier mit. Der normalerweise hat er mir früher die Würstchen gemacht, ne? Und der hat auch manchmal ein Lebenswürstchen gegriffen, das andere. So, dann wollen wir nochmal eben schnell aufsatteln. Ich tausche mit Nils den Auflieger, weil er keine Fahrzeit oder beziehungsweise sein Wochenende erstmal reinbekommen muss. Und deshalb lade ich erstmal seinen Kram aus. Meins kann später los. Ja, ein bisschen schneller. Wir sind hier nicht bei Maika. Deswegen. Auf geht's! Partytime. Und wir fahren ja quasi wie so ein rumänisches Fahrerpärchen hier durch die Welt. Ne? Und jetzt können wir das mal live erleben, was die so durchmachen. Wir haben ja noch eine relativ geräumige Kabine hier, aber die meisten fahren ja dann in so ein Renault Premium. Und das ist ja dann nicht so absolut der Hit. Und dann wollen wir mal schauen, wie das so ist, ob wir uns nach einer Woche aufgefressen haben. Ne? Jo, und der Straßentiger hat ein Problem. Hier wird es keiner da. Aber der Straßentiger weiß, wo der Schlüssel liegt und macht mal eben selber die Arbeit vom Lageristen. Ne? Eben schnell die Ameise drauf, damit er seine Paletten runterziehen kann. Dann klappt und das. Dann können wir auch schon fast wieder losfahren. Ja, auch mal passiert. So, Jan Dirk, du fährst hier. Alles, was mit der Hand ist, macht Jan Dirk diese Woche. Erotik. So, hier einmal rein, bitte. So, die Reise geht weiter ab nach Lilienthal. War gar nicht Bremen, wie gesagt. Naja. Hältst du noch durch da hinten? Ich halte es noch durch. Soll ich das umdrehen? Nee, bis jetzt noch nicht. In Hamburg fährt zu zurück. Ja, wie weit ist es denn noch? Ja, als Beifahrer ist es mir immer ein bisschen langweilig. Aber wenn man da nicht so oft fährt, dann geht das, glaube ich. So, wir sind jetzt auf dem Großmarkt angekommen. Wollen wir mal gucken hier. Hast du auch gut geschlafen? Ich habe auch sehr gut geschlafen. Ja, ich weiß ja nicht, ob er schon weiß, was die Nacht hier kostet, aber all inclusive. So, wir warten jetzt noch die letzten 20 Minuten ab, die wir hier stehen müssen. Dann telefonieren wir gleich mal. Und dann, aber erst trinken wir ganz wichtig einen Tracker-Tee. Tracker-Tee muss man morgens trinken. Und ja. Ich bin ja einer von denen, die schnell schwitzen. Und ich habe einen Schwitzbruder. Alois, Alois ist mein Schwitzbruder. Der läuft auch schon hier, alle Regenrinne, alles runter. Das Schöne, dass wir jetzt so ein Wetter haben. Ja. Wo hast du Timo gelassen? Zu Hause. Zu Hause. Timo, wenn du das hier siehst, ne, denk dran, du musst die Weiber immer an der straffen Leine halten. Sonst machen die mit dir, was sie wollen. Ne? Guck dir mich an. So, wir haben Alois noch 10 Leerpaletten gegeben. Und düsen jetzt auch weiter, weil er muss die für Nils mit abgeben. Weil auf meinem Auflieger sind keine Paletten drauf. So, die Party geht los. Rolf schiebt hier ein Gerät nach dem anderen rein. Ich habe wieder 14 Abladestellen. Aber für den Tiger auf der Street ist das kein Problem. Ne? Ja, der Straßentiger und der Vagabund, nee, wie nennen wir dich? Der räudige Rüde starten die Tour, fertig geladen aus Hamburg, ab nach Paris und umzu, ne? Oder? Genau. Genau. Stau, 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 aber man muss das Beste draus machen und das mache ich natürlich und hier meine Stauidee. Man darf ja natürlich auch nicht außer Betracht ziehen, dass man beim LKW-Fahren doch mal so den einen oder anderen Blick erhaschen kann von oben. Keine Details. Ja, wir sind nicht nur LKW-Fahrer, ich und Jan Dirk, wir sind Kunstfreunde. Das ist eine Minarett aus der Oper von Ferdinand, dem Dritten. Im dritten Apostel spielt ein Akkordeon. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Und da macht das Spaß. Jetzt, das ist der Hauptteil, ne? Ja, ja. Sergej, wo bist du? Sergej ist hier, was wollen du? Wo ist hier? Ich hab dich nicht gesehen. Du musst mal in Augen auf. So, und jetzt wird's auch die nächsten 7 Tage auf jeden Fall. Jetzt wird's auf jeden Fall die nächsten Tage nicht mehr regnen. Ich war nicht waschen, der Sommer kann kommen. Ne? Normalerweise, wenn ich wasche, regnet es immer. Und jetzt habe ich ihn ausgetrickst, ne? Den Wettergott. So, wir sind jetzt in Holland, ich und mein furzender Partner. Und wir müssen Pause machen. Eigentlich müssten wir keine Pause machen, bloß wir sind vorhin 3 Minuten zu früh losgefahren.
Das heißt, unsere Pause war nicht gültig und jetzt müssen wir noch mal eine halbe Stunde nachmachen. Und das ist auch so ein bisschen bescheuert. Aber da hat der Gesetzgeber völlig recht, diese 3 Minuten, die fehlten uns. Die sind, wir waren nicht konzentriert genug jetzt auch gerade eben bei der Fahrt, haben wir gemerkt. Wie war das für dich? Ja, ganz schrecklich. Ja, also wir sind, und wäre ich weitergefahren, ich wäre wahrscheinlich auch in den Knast gekommen. Und das zu Recht. Und die Holländer, das finde ich gut, die haben jetzt auch für Basketballer haben die Mülleimer. Dass die. Kommst du da an? So, ich habe jetzt in meiner halben Stunde Pause, die ich hier mache, richtig viel Spaß. Und da, wo ich hin will, da fahre ich sowieso hin. Und jetzt bin ich hinterher bloß ein bisschen müde, ist natürlich total bescheuert. Und jetzt laufe ich im Kreis und gucke mir das Pflaster an. Ist ja auch interessant. Wir wollen jetzt mal Nils ärgern, der steht hier vorne, weil wir können noch fahren und er muss hier rumschieben. Ey du Homo, ich will dich ja nicht ärgern, wir fahren weiter, das ist uns zu doof hier. Der Nils und ich sind schon wieder wach, ne? Wir sind ja wie Eichhörnchen, ne? Wir krabbeln ja sofort aus unserem Bau. Moin. Komm her, verpiss dich, hier sind die richtigen Tracker. Ja, ja. Das ist für das Gas gut. Über Diesel, Knie und alles. So, der Spaß beginnt. Abfahrtskontrolle gemacht. Ja, Dirk, hast du auch die Vorhaut zurückgezogen beim Waschen? Habe ich. Wunderbar. Alles gecheckt. Dann können wir eigentlich durchstarten. Zum Glück habe ich einen Beifahrer, der mich in Gespräche verwickelt. Dadurch bleibe ich fit und wach und kann nicht einschlafen. So, wir sind in Nordfrankreich und ich könnte kotzen, weil ich habe die Kunden gesucht, die Straßen rauf und runter gefahren, alle gefragt, keiner wusste, wo das ist. Und dann gibt es die Firma wieder nicht, die hieß dann auf einmal anders, ja. Ätzend. Wegen der Scheiße habe ich jetzt fast 1,5 Stunden verloren. Dann konnte ich da noch warten, weil die Mittagspause hatten. Und jetzt muss ich noch mal eine halbe Stunde Pause nachmachen. Und es ist schon mittlerweile 3:30. Super. Hallo Rainer, ich habe ein Problem. Ich bin beim 4. Kunden bei in Valenciennes. Und ich kann dort nicht anliefern, ich komme in die Straße nicht rein. Zu klein und 3,5 Tonnen begrenzt. Ich habe hier Anwohner gefragt, die sagten mir, dass ich da richtig bin. Ja. Haben die vielleicht eine Alternativadresse, wo ich anliefern kann? So, hier ist schon alles geschlossen, aber wir haben Quickburger entdeckt. Bei uns gibt es ja Quickschuh und hier gibt es Quickburger. Ob die jetzt zusammengehören, weiß ich nicht, aber der Dirk lädt mich ein. Wahnsinn. Wir haben jetzt hier an so einem Automaten bestellt und dann kriegen wir so eine Quittung und dann holen wir vorne so Essen. Ja. Schmeckt gut? Mhm. Du bist ein Straßentiger. Du bist der größte Held auf der Straße. Du bist der größte Held auf der Straße. Ich bin auch, man nennt dich auch sowas wie Superman. Man nennt dich auch sowas. Das ist. Da habe ich mir einen tollen Beifahrer rausgesucht, der kann nichts, überhaupt nichts. Würste stopfen, okay, ne? Aber hier das nachsagen, was ein Text ist hier. Ne? Viele denken ja, so ist das wahre Leben des Fernfahrers, so ist das gar nicht. Denn das hier ist viel besser. Thank you.
Freunde, wir sind jetzt hier in Frankreich immer noch. Müssen weiter abladen. Wir haben gut geschlafen, gut gegessen und wollen dann mal gucken, dass wir vorankommen. Auf hier! Oh, ist er mal wach oder was? Ich bin mal wach. Mensch, wir sind jetzt in Frankreich übrigens. Achso, ich dachte, wir wären gerade in Oldenburg gewesen. Ja. Er ist die meiste Zeit am Schlafen. Also ist super Beifahrer, super. Ja, wir treten langsam in Paris ein. Wir sind schon an dem ersten Randbezirk und der Straßentiger und die Straßenkobra werden hier so durchpfeifen. Wow. Yalla, yalla. So, ich habe wieder geschwitzt und mein Beifahrer, der ist auch, der nichts tun schlaucht ganz schön, ne? Das ist gewaltig. Und Straßenkobra sind in ihrem Bereich. Also ich kann ja schon mal ein Fazit ziehen von wir fahren zu zweit wie die Rumänen. Und das ist der letzte Dreck, ist das. Ich meine, ich komme mit dir an dir gut aus, aber die ganzen Taschen. Du packst es von hier nach da, wenn du dich bloß mal ins Bett legen willst und so weiter. Und das muss nicht sein. Das ist scheiße. Und dann stell dir vor, du hast so einen kleinen Renault Premium. Was willst du denn da noch mitnehmen? Eine kleine Kulturtasche oder wie? Und das dann für 3-4 Monate. Jedes Huhn hat, glaube ich, mehr Quadratmeter. Aber da macht der Gesetzgeber nichts. Da sind die einfach mal blind auf beide Augen. Das ist billig. Das geht nicht nach Sozialvorschriften, sondern das geht nach Geld. Wie immer. Da wohnen überall Leute. Überall, wo jeder Schornstein ist, da wohnen Leute. Das sind richtige Slums hier. Mich würde auch nicht wundern, wenn in den Aufliegern jemand drin wohnt. So, wir mussten jetzt gerade einen kleinen Zwischenstopp machen. Da habe ich ein Fahrzeug nicht mitgekriegt, das ist vor mir rechts reingefahren, hätte ich sehen müssen. Bin ich leicht gegengerollt und dann hat hinten so ein kleines rotes Lichtlein, da bin ich gegen. Scheiße. Das hat jetzt wieder aufgehalten, weil die wollen ja natürlich sofort einen Unfallbogen, da kann man ja noch richtig was rausholen. Herrlich. Jetzt haben wir natürlich so viel Zeit vertrödelt, dass wir den nächsten Kunden nicht mehr schaffen, denke ich mal. Glaube ich nicht. Schauen wir mal. Und Stau ist auf jeden Fall auch hier. Heute ist kein guter Tag für den Straßentiger. Die Straßenkobra hat einfach so zugeschaut. Sprachlos. Sprachlos. Also. Ja, erstmal schön mal rausholen für die Familie. Frisches Obst. Der Gabentisch ist hier in Rangis oder auf Rangis. Reichhaltig gedeckt. Auch Wohnmobilfreunde kommen hier auf ihre Kosten. Guckt euch mal das feine Ding an. Da wäre Vater Flodders aber mächtig stolz. Wir sehen hier ein Billebago. Extrem geil. Sehr, sehr geil. Top aus. Top Outfits. Top Friesen übrigens auch. Sehr, sehr geil. Ja, und hier war ich jetzt auch ein bisschen verblüfft. Es soll wohl ein Kreisverkehr sein, aber es ist kein richtiger Kreisverkehr. Es kommt mir vor, als wenn es ein Mobverkehr ist. Ich war ein bisschen überfordert, habe mich da einfach so durchgequengelt. Aber ich weiß nicht, sowas hatte ich, glaube ich, in der Fahrschule nie gehabt. Ja, Dirk, wo ist denn dein zweiter Schuh hin? Hast du den da unten aufgestellt oder wie? Nee, da weiß ich nicht. Das wäre mir aber unangenehm, quer durch Europa mit nur einem Schuh zu reisen. Gewöhnt man sich dran. Ey, Jan-Dirk, wolltest du deinen anderen Schuh auch noch behalten? So, wir verabschieden uns jetzt hier nochmal offiziell aus Paris.
Mit einem Schuh. Kannst du den Leuten noch mal kurz Tschüss sagen? Tschüss.